Herzlich willkommen zu unserem zweiten Workshop Deradikalisierung und Ausstieg. Heute mit dem Thema Ausgestiegen in der politischen Bildungsarbeit. Dazu haben wir uns spannende Gäste hier ins Studio eingeladen. Tobias Lehmeyer von der BAG Ausstieg zum Einstieg, Dr. Bernd Wagner von Exit Deutschland und Felix Bennekenstein, der uns dann später zugeschaltet sein wird. Das wird der erste Teil sein. Danach haben wir nochmal einen zweiten Teil, wo wir darüber hinaus Michael Schrodi, Mitglied des Deutschen Bundestages, zugeschaltet haben werden und Felix Bennekenstein wieder und Christina Förch von Fighters for Peace aus Beirut. Sehr verschiedene Perspektiven auf das Thema Ausgestiegen in der politischen Bildung. Wir werden kontrovers diskutieren. Wir werden wahrscheinlich viele Punkte finden, wo wir Gemeinsamkeiten sehen. Und Sie sind natürlich recht herzlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen. Dafür ist die Chatfunktion da. Und wir würden dann auch eigentlich schon gleich starten mit Herrn Wagner und ein paar einführenden Worten zu der Frage Ausgestiegen in der politischen Bildung. Welchen Mehrwert, welche Grenzen, welche Potenzen hat eigentlich diese Form von politischer Auseinandersetzung für die Thematik Rechtsextremismus, aber auch darüber hinaus andere politische Formen von Extremismus? Sie mit Ihrer Erfahrung, Herr Wagner, welche Perspektiven haben Sie auf diesen Titel, aber auch auf die Tätigkeit denn sehr konkret? Herzlichen Dank zunächst erstmal dafür, dass ich sozusagen jetzt vor einer größeren Zahl von Personen das mitteilen kann, was mich jetzt, sagen wir mal, seit Jahren bewegt. Ich selber nehme mir persönlich, und so machen wir das auch als Organisation, den Bildungsbegriff nicht als eigentlichen Kernbegriff, sondern den Begriff der politischen Aufklärung. Und damit ist eigentlich schon von Anbeginn mit Gründung von Exit ein größeres politisches Format gemeint. Das heißt also, dass Aussteigende aus der rechtsextremen Szene, das können natürlich auch Personen aus anderen politisch radikalen Bewegungen sein, sich dann mit einer Botschaft an die Öffentlichkeit, aber auch an Teile der Öffentlichkeit, an Communities wenden, um mitzuteilen, dass der extremistische Weg, den man eingeschlagen hat als Mensch oder vielleicht da schon hineingeboren wurde, ein Fehlweg ist, eine Sackgasse, ein Irrweg. Dass man das überhaupt als Gedanken aufgenommen hat, das ist historisch schon vielfach passiert, also außerhalb von Deutschland. In Deutschland ist die Diskussion aufgekommen um die Frage des Ausstiegs, aber auch der politischen Funktion von Ausstieg, wenn er dann vollzogen ist, als politische Aufklärung im Jahr 1990, also im ersten Nachwendejahr und dem Jahr der Deutschen Einheit, als in der Kriminalpolizei dann überlegt wurde, es wäre doch ganz gut, wir können nicht alle Rechtsradikalen einsperren. Im Gefängnis wird man auch nicht immer unbedingt besser, sondern wir müssen überlegen, ob man mit kriminalpolitischen Mitteln, aber auch mit Mitteln der Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft, des Staates, dann Einfluss ausübt auf Rechtsextremisten und sie von diesem rechtsextremen Gesellschaftsdenken und sozial- und politisch schädlichen Verhalten hinweg überzeugt. Das heißt also, von dieser Art von Denken und Tätigkeit abzubringen und dass sie sozusagen aussteigen, so wie wir es heute etwas populistisch formulieren. Und das war dann der Ansatz, der dann auch die Tätigkeit der Aussteigenden im Teil 2, wenn sie denn ausgestiegen sind, auch wieder mit einzubringen in die öffentliche Debatte, um einmal die Leute in ihrer eigenen Szene zu überzeugen und umgedreht natürlich auch eine präventive Wirkung zu erzeugen in die Öffentlichkeit hinein, dass es sich nicht lohnt, rechtsextrem zu agieren. Also sozusagen der Hintersinn des Ganzen. Und von da aus ist auch politische Aufklärung nicht allein mit dem Wort zu verwechseln, politische Bildung oder Pädagogik. Das ist also sozusagen durchaus Bestandteil des Gesamtprozesses, aber es löst sich nicht darin auf, in diese Formate, sondern es ist, wie gesagt, größer gefasst und die einzelnen Aktivitäten, die sich im Rahmen von politischer Aufklärung dann abspielen, können natürlich sich in unterschiedlichen sozialen Räumen vollziehen. Das heißt, sich auch unterschiedliche Gruppen beziehen und unterschiedliche ideologische und kulturelle Zusammenhänge bearbeiten. Das kann einerseits in die Szene hinein, das ist sehr wichtig, in die Szene hineingerichtet sein.
also politische Aufklärung unmittelbar von ehemaligen Rechtsextremisten in die rechtsextreme Szene hinein. Das ist eine Dimension. Und eine andere Dimension ist natürlich auch in den öffentlichen Raum und im öffentlichen Raum in soziale Räume und in einzelne gesellschaftliche Sphären hinein zu operieren und von da aus diese Botschaft der guten Gründe, Rechtsextremismus zu verwerfen, hineinzutransportieren. Wir haben in dem Zusammenhang jetzt bei Exit oft Anfragen, vor allen Dingen aus dem Bildungsbereich. Das heißt also, der Großteil der Wünsche, sich mit Ehemaligen zu unterhalten und diese Art von politischer Aufklärung an sich zu ziehen, passiert, wie gesagt, über Schulen, aber auch über Freizeiteinrichtungen über die Jahre, aber auch über kleinere Communities in anderen Zeichen, Sportvereine zum Beispiel oder kirchliche Gemeinden, wo dann nachgefragt wird, können wir nicht eine ausgestiegene oder einen ausgestiegenen Menschen einladen, die dann sozusagen darüber sprechen und uns auch sozusagen in die Innereien, in die ideologischen, in die mentalen, in die aktionistischen Zusammenhänge der Szene einzuführen, um daraus zu lernen, was man dagegen tun kann, bezogen auf den Einzelnen, aber auch insgesamt in unserem unmittelbaren gesellschaftlichen Nahraum. Und das hat sich also als sehr bewährt herausgestellt. Also es wird sehr oft angefragt und es gibt also sehr viele, sehr aufschlussreiche, interessante, für alle lehrreiche, auch für die Ausgestiegenen in ihrem Ausstiegsprozess, der nicht wirklich, auch wenn sie direkt ausgestiegen sind, schon, aber so doch immer weiter getrieben wird, auch im biografischen Zusammenhang. Das Leben als ehemaliger Rechtsextremist, das verliert man ja nicht so einfach so im Galopp, so nach einem Jahr, sondern das schleppt sich ja dann also auch im Innern der Person immer weiter fort. Also die Ansprache in die Gesellschaft hinein, in die einzelnen sozialen Räume, in die gesellschaftlichen Sphären, auch Medienarbeit gehört dazu. Und natürlich auch die Ansprache an die Szene, das sind so die zwei Hauptstrecken, in denen dann Ausgestiegene ihre Botschaft mitteilen können. Und das hat sich tatsächlich bewährt. Wir haben immer wieder die Situation, dass sich aus diesen Begegnungen, die sich dann entspringen, zum Beispiel, wenn jetzt Rechtsradikale in Veranstaltungen waren, immer wieder Leute dann auch bei uns gemeldet haben, die dann gesagt haben, wir waren mal in einer Veranstaltung, da war mal der und der. Und das hat uns oder mir konkret zu denken gegeben. Und ich habe darüber nachgedacht, das hat ja zwar 2 Jahre gedauert, das hat in mir gearbeitet, es hat in mir Zweifel geweckt, ob des Weges, auf dem ich mich befunden habe. Und ich möchte sozusagen die Sache beenden und brauche eure Hilfe. Also auch bis dahin kann die Sache gehen. Auch Medienereignisse können da eine Rolle spielen. Also es gibt immer Impulse, die Zweifel wecken, auch innerhalb der Leute, die in der Szene agieren. Und dann ist es auch gut, dass sie dann wissen, an wen sie sich wenden können. Es gibt natürlich auch die Situation, ja, ich habe gehört, dass der und der oder die und die ausgestiegen sind, können sie nicht mal Kontakt herstellen. Also ich möchte mich mit ihnen unterhalten. Ich bin auch dabei und brauche jetzt sozusagen mal eine Reflexion dessen, wie es den Ausgestiegenen gegangen ist, wie sie den Weg vollzogen haben, wie sie mit ihrem Zweifel gearbeitet haben. Denn in der Szene kann man ja nicht mit den Kameradinnen und Kameraden ernsthaft drüber sprechen, denn jedes Anzeichen von Zweifel wird ja dann schon so als Vorbote oder als Akt von Verrat aufgefasst. Also so einfach ist das dann nicht. Deswegen sind solche Botschaften wichtig und umgedreht natürlich auch Ausgestiegene in der politischen Bildungsarbeit gibt es noch eine andere wichtige Mitteilung, die man auch nicht unbeachtet lassen sollte. Das ist, dass die Menschen, die dann die Botschaft mitteilen, ja auch ein gutes Beispiel von persönlichem Erfolg sind. Also sie können darüber sprechen, was sie früher gemacht haben, welche Ansichten sie geteilt und vollzogen haben. Und auch das jetzige Leben ist ja durchaus eine Geschichte eines erfolgreichen Bemühens zur eigenen Verfreiheitlichung. Also die eigene Freiheit zu gewinnen und anderen Mitteilung zu geben über das, was man an Freiheit gewonnen hat, vor allen Dingen auch in einem anderen gesellschaftlichen Zusammenhang. Das ist also auch sehr wichtig. Also insofern ist das auch wieder
wenn man jetzt in der Sprache der Kriminalpolitik sprechen würde, Vorbeugung im besten Sinne. Ne? Dass man sagt, es lohnt sich, auszusteigen, auch persönlich, nicht nur jetzt politisch. Und man kann ein neues Leben gewinnen. Das ist also auch eine wichtige Botschaft, die natürlich auch einerseits die Leute abhält, weiter in die Szene hineinzugehen, weil sie auch das schreckliche Bild denn kennenlernen über das, was die Aussteigenden erzählen, was sie dort erlebt haben. Und umgedreht auch die Möglichkeit mitteilen, was geht in einer neuen, wenn man einen neuen persönlichen Ansatz wählt. Also das sollte man also auch in der Überlegung des Ganzen mit bedenken. Ja, vielen Dank, Herr Wagner, für die Einordnung des Themas in die Arbeit von Exit Deutschland. Wir haben die Veranstaltung ja ein Stück weit auch nochmal so gerahmt, dass es Standards geben wird, einen Toolkit für Lehrer und Interessierte, das auch jetzt schon, ich werde den Link später nochmal in die Gruppe stellen, jetzt schon auf der Seite online ist, da kann man mal reinlesen oder nach der Veranstaltung, wo man dieses Thema auch noch mal ein bisschen intensiver und ausführlicher diskutiert und auch noch mal abbildet, welche Ressourcen, welche Vorbereitungen und welche thematischen Implikationen eigentlich die Begleitung an sich hat, aber auch die Arbeit mit Ausgestiegenen in der politischen Bildung. Wir haben jetzt noch im Studio den Tobias Lehmeier von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ausstieg zum Einstieg. Und er wird jetzt nochmal einen Beitrag der Bundesarbeitsgemeinschaft bringen, um den Blick auch von anderen Projekten im Bereich der Ausstiegsarbeit auf dieses Thema ein Stück weit zu lenken. Die Bundesarbeitsgemeinschaft besteht seit 2012. Wir waren auch damals Mitglied gewesen und Mitbegründungsmitglied und sind jetzt immer noch assoziierte Partner und sind sehr froh, dass wir den Tobias jetzt hier haben und er ein Positionspapier und ein paar Gedanken der Bundesarbeitsgemeinschaft und damit auch anderer Aussteigerprojekte in dem Zusammenhang hier nochmal darstellen kann. Hallo, Tobias. Hallo Fabian, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr, da auch nochmal unsere Position ein bisschen darzustellen. Ich würde darum bitten, die Präsentation. Vielen Dank. Ich habe mal unseren Vortrag überschrieben mit Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit. Ich werde den Fokus ein bisschen verschieben. Herr Wagner hat gerade relativ viel über politische Aufklärung im Allgemeinen gesagt. Ich werde so ein bisschen den Fokus auf die Bildungsarbeit an Schulen vor allem lenken. Vielleicht kurz davor noch ein paar Worte zur Bundesarbeitsgemeinschaft. Fabian hat schon kurz eingeleitet. Wir sind der Dachverband von regional verankerten zivilgesellschaftlichen Ausstiegsberatungen aus der extremen Rechten. Wir haben derzeit 10 Mitglieder, sind in 9 Bundesländern aktiv und wir als Dachverband vernetzen die Mitglieder untereinander, sind so ein bisschen Interessenvertretung für die Mitglieder und entwickeln Qualitätsstandards, haben Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themengebieten. Genau, jetzt zum eigentlichen Thema. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber wir können dann gerne nochmal in der Diskussion näher darauf eingehen. Und zwar werde ich 4 Punkte, habe ich mir so ein bisschen rausgegriffen. Also warum kommen eigentlich Interessierte auf Ausstiegsberatungen zu und fragen an, ob Ausgestiegene in der Bildungsarbeit beispielsweise an Schulen Vorträge halten könnten. Dann werde ich kurz auf ein paar ausgewählte Erkenntnisse aus der Präventionsforschung eingehen. Da vor allem auf die kritischen, weil genau wir in der Bundesarbeitsgemeinschaft natürlich eine sehr kontroverse Debatte darüber geführt haben, was können positive Effekte von der Bildungsarbeit mit Ausgestiegenen sein, was sind aber auch Risiken und Nebenwirkungen auf Ausstiegsprozesse von Ausgestiegenen, auf Teilnehmende und dann werde ich auch nochmal den Fokus darauf lenken, auf potenziell betroffene rechter Gewalt und welche Schlussfolgerungen wir gezogen haben und welche Qualitätsstandards für den Einsatz von Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit wir darauf aufbauend entwickelt haben.
Zum ersten Punkt, also was sind Erwartungen an Bildungsveranstaltungen, die an uns herangetragen werden? Zum einen erhoffen sich die Interessierten Aufklärung über und einen Einblick in die extrem rechte Szene. Häufig auch authentische Berichte mit Abschreckungseffekt für rechtsaffine Jugendliche. Da vielleicht auch noch später, wie authentisch sind Berichte eigentlich und wie vertretbar ist es, auf einen Abschreckungseffekt für rechtsaffine Jugendliche zu setzen, aus einer pädagogischen Perspektive. Dann, was wollen die Menschen noch? Ein- und Ausstiegsprozesse nachvollziehen anhand konkreter Fallbeispiele. Und am Ende geht es auch um Wissensvermittlung. Also was ist eigentlich Rechtsextremismus? Was ist die extrem rechte Szene? Was ist unter Umständen auch der historische Nationalsozialismus? Also ein relativ breites, breit gefächertes Anforderungsspektrum, das hier an uns gestellt wird. Und da würde ich kurz einen Fokus darauf lenken, was eigentlich die Präventionsforschung dazu sagt, in aller Kürze. Der erste Punkt, den ich ansprechen würde, wäre, dass mangelndes Vorwissen zu defizitären Lernprozessen führt. Das heißt, wenn zu wenig Vorwissen bei den Teilnehmenden von Bildungsveranstaltungen vorhanden ist, dann führt es zu falschen Generalisierungen von dem einzelnen Fallbeispiel und führt eben nicht dazu, unter Umständen führt es nicht dazu, dass Personen, die an diesen Bildungsveranstaltungen teilnehmen, am Ende mehr Wissen über die rechtsextreme Szene haben. Es führt mich auch schon zum nächsten Punkt. Belastbare Daten zur Präventionswirkung fehlen häufig. Da kann man jetzt natürlich sagen, es gibt so oder so ein Technologiedefizit, wenn man wenn man den Zusammenhang von einer pädagogischen Maßnahme und deren Wirkung nachweisen will. Gleichzeitig, und das führt mich zum letzten Punkt, sollten wir als Pädagogin darauf achten, dass wir zumindest keine negativen Emotionen bei den Teilnehmenden auslösen und keine negativen Wirkungen erzielen. Und es gab tatsächlich in Befragung zu einzelnen Bildungsveranstaltungen den Befund, dass das unter Umständen der Fall sein kann. Und darauf aufbauen auch die Diskussionen aus der Bundesarbeitsgemeinschaft. Also welche Risiken und Nebenwirkungen können unserer Ansicht nach auf Ausgestiegene als Referentinnen zukommen, auf Teilnehmende und auf Betroffene rechter Gewalt. Die Unterscheidung zwischen Teilnehmenden und Betroffene rechter Gewalt ist natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen künstlich. Ich wollte trotzdem nochmal extra darauf eingehen. Für Ausgestiegene und Referentinnen kann es können Sicherheitsaspekte betroffen sein, also durch die Öffentlichkeit, die Aussteigerin, der Aussteiger in dem Moment sucht, müssen natürlich Sicherheitsaspekte bedacht werden. Das Stichwort Identitätsbildung meint, kann ich eine eigene Identität entwickeln, wenn ich als Aussteigerin, als Aussteiger umgelabelt werde vom Neonazi. Dann Taterzählung ist nicht gleich Tataufarbeitung, also die häufige Erzählung von der Tat führt unter Umständen nicht dazu, dass eine Tat gut aufgearbeitet wird. Und finanzielle Anreize können Risiken und Nebenwirkungen sein, sollten es nicht. Das umgehen wir, komme ich später nochmal drauf, bei den Qualitätsstandards dadurch, dass wir sagen, es darf maximal eine Aufwandsentschädigung für Lohnausfall beispielsweise geben und für Fahrtkosten zum Beispiel. Risiken und Nebenwirkungen auf Seiten der Teilnehmenden. Es kann zu Faszinationsmomenten kommen, wenn die Darstellung der Szene sehr lebensweltorientiert geschieht, sage ich mal. Also die rechte Szene bietet ja auch ein gewisses Maß an Action.
dann kann es, wie vorhin schon erwähnt, zu falschen Generalisierungen kommen des einzelnen Fallbeispiels und zur Externalisierung. Externalisierung meint in dem Zusammenhang, ich schiebe das Problem von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und menschenfeindlichen Einstellungen auf eine nicht mit mir verbundene Szene und setze mich dadurch nicht mit den eigenen menschenfeindlichen Einstellungen unter Umständen auseinander. Berufsschild-Aussteigerin, da steht bewusst ein Fragezeichen. Also wenn es jetzt in den Schulklassen schon Teilnehmende gibt, die unter Umständen rechtsaffin sind, wird ihnen natürlich ein Weg nach der Szene schon aufgezeigt. Betroffene, die Auswirkungen und Nebenwirkungen für Betroffene rechter Gewalt. Wenn es bei Schulveranstaltungen häufig zu ausführlichen Darstellungen von Gewalt in der Szene kommt, kann das Retraumatisierungseffekte haben. Das wird natürlich noch dadurch verstärkt, dass es im Schulkontext nur eine eingeschränkte Freiwilligkeit gibt. Also natürlich kann die Lehrkraft am Anfang einer Veranstaltung sagen, ihr dürft gar nicht teilnehmen, die Veranstaltung ist freiwillig. Aber gleichzeitig gibt es natürlich Peer-Group-Effekte, die dazu führen, dass SchülerInnen unter Umständen trotzdem teilnehmen. Und als letzten Punkt, den wir uns überlegt haben, der unter Umständen kritisch sein kann, ist Täterempathie anstatt Opferempathie. Also durch die Erzählung von der Aussteigergeschichte, durch die Identifikation mit der Person, die vor einem steht, die unter Umständen auch sympathisch ist, kann es dazu kommen, dass man eine relativ starke Empathie für die TäterInnen entwickelt und dabei wenig an die Opfer denkt. So viel zu Risiken und Nebenwirkungen. Und aus dieser Diskussion haben wir Qualitätsstandards für den Einsatz von Ausgestiegenen in der Bildungsarbeit entwickelt, weil natürlich, wie das ja Herr Wagner und Fabian auch schon ausgeführt haben, es kommen häufig diese Anfragen und diese Anfragen will man unter Umständen auch bedienen, aber nur unter engen Voraussetzungen und einige Ausstiegsberatungen, die in der BAG organisiert sind, führen diese auch gar nicht durch. Das vorab. Zunächst sagen wir, die Zielgruppe sollte eigentlich regelmäßig aus Fachkräften, aus pädagogischen Arbeitsfeldern, aus Studentinnen, MultiplikatorInnen bestehen und nur im Einzelfall aus SchülerInnen und wenn, dann erst ab Jahrgangsstufe 9. Es braucht eine ausgiebige Vor- und Nachbereitung und schulformspezifische Reflexionsmöglichkeiten, die sich an den Fähigkeiten und Kapazitäten der SchülerInnen ausrichtet. Also bei der Vorbereitung ist vor allem darauf zu achten, dass bei den SchülerInnen schon ein gewisses Verständnis von extrem rechten Szenen und von einer menschenfeindlichen Einstellung oder von menschenfeindlichen Einstellungen grundsätzlich besteht. Also der Fokus und der Fokus bei der Veranstaltung sollte auf Abwertungsideologien und Gewaltakzeptanz liegen, auf Aktionsformen und die Betroffenenperspektive nicht aus dem Auge verlieren. Die Ausstiegsberatung sollten Vorgespräche zu den Erwartungen und Rahmenbedingungen mit den Interessierten führen, dass da auch keine überzogenen Erwartungen bestehen und dass, wenn solche bestehen, dass diese ausgeräumt werden können. Und hier auch nochmal für alle Zielgruppen gilt, die Teilnahme ist freiwillig. Für die ausgestiegenen Referenten gilt, dass ein Ausstieg nach BAG-Kriterien erfolgt sein muss. Also vielleicht noch mal kurz die Kriterien der BAG für einen gelungenen Ausstieg. Das ist ein professionell begleiteter Prozess, der die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit beinhaltet und der eigenen menschenfeindlichen Einstellung, eine gelungene Distanzierung von der Szene und eine Hinwendung zu einer Lebensweise, die mit Demokratie und Pluralität vereinbar ist und am Ende natürlich den Verzicht auf Gewalt. Die Mitarbeit muss immer auf eigenen Wunsch erfolgen und die Veranstaltung selbst sollte begleitet und moderiert werden durch Berater in der einzelnen Beratungsstellen.
Es sollte kein Regelangebot werden, das auch nochmal vermittelt mit dem Befund, dass es unter Umständen zu Schwierigkeiten mit der Identitätsbildung kommt. Da sagen wir, es sollte eine begrenzte Anzahl der Veranstaltungen geben und hier auch nochmal aufgeführt, eine Aufwandsentschädigung ja, aber finanzielle Anreize dürfen dadurch nicht entstehen. Man muss die Sicherheitsaspekte beachten und der inhaltliche Fokus sollte auf Einstieg, Karriereverlauf und dem Ausstieg liegen und der biografischen Selbstreflexion. Und als letztes vielleicht noch auf verherrlichende Schilderungen von Szeneaktivitäten ist auch aus den vorgenannten Gründen zu verzichten. So viel vielleicht erstmal von meiner Seite und der Rest vielleicht in Fragen und Diskussion. Ja. Vielen Dank, Tobias, erstmal für die ausführliche Darstellung. Wir haben jetzt den Felix zugeschalten. Der konnte leider nicht hier sein, weil er in der glücklichen Position ist, seine Impfung heute zu bekommen. Und von daher sind wir sehr froh, dass wir ihn hoffentlich gleich hier reingeschaltet bekommen. Und Felix wird uns ein Stück weit auch vielleicht noch mal so ein paar Aspekte aus der Praxis berichten. Felix arbeitet für Exit Deutschland und ist da in diesem Zusammenhang auch in der Begleitung von Aussteigern und im Bereich politische Bildung von Ausgestiegenen tätig und kann da auf eine, ja, auf verschiedenste Erfahrungen zurückgreifen in unterschiedlichsten Kontexten. Von daher würde ich den Felix mal bitten, vielleicht mal so ein paar praktische Erfahrungen und zu schildern und vielleicht auf das ein oder andere schon Gesagte einzugehen. Hallo Felix. Ja, hallo nach Berlin. Ich würde einfach mal anfangen, weil wir ja ein relativ getaktetes Zeitfenster da haben und zu dem Thema eher zu viel als zu wenig zu besprechen ist. Ich habe jetzt vorhin zugehört, bei einigen Punkten gibt es in meiner eigenen Praxis so ein paar Sachen, wo ich sage, ja, aber ich sehe, also die meisten theoretischen oder auch praktischen Kritikpunkte, um das vorwegzunehmen, kann ich absolut verstehen und sind auch auf meiner Checkliste, wenn ich derartige Veranstaltungen mache. Eins, was ich jetzt in meinen Stichpunkten nicht drin habe, ist zum Beispiel, wollte ich noch kurz anfügen, das Mikrofon umgesteckt, den Veranstaltungen zu häufig, sollte das alles nicht stattfinden. Ja, das sehe ich auch so. Ich habe das eine Zeit lang meiner Meinung nach auch zu häufig gemacht. Der Nachteil ist einfach, man redet dann als Schallplatte und ja, dabei kann man vielleicht auch betriebsblind werden oder so. Jedenfalls möchte ich mit ein paar Grundsätzen, die ich mir ein bisschen aus dem Kopf geholt habe, das Ganze aus meiner Praxis ein bisschen noch bewerten. Der erste Grundsatz ist, das sind also nicht Sachen, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern natürlich die Standards von Exit und auch Kritikpunkte aus der Wissenschaft und so weiter und so fort, die ich mir angeschaut habe über die Jahre. Der erste Grundsatz ist, dass halt die Biografie nicht einfach so in den Raum geworfen werden kann. Also das geht nicht, das haben wir vorhin jetzt auch schon ein paar Mal gehört, mit Vorbereitung entsprechend. Vorbereitung ist fast immer absolut notwendig. Manchmal ist das nicht möglich, da gehe ich gleich drauf ein, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Weil meine Aufgabe als Ausgestiegener, auch als Mitarbeiter heute von Exit trotzdem, ist eigentlich nicht, Schülerinnen und Schülern zu erzählen, was Extremismus ist. Das muss in einer gewissen Einbettung durch Fachpersonal passieren, durch Deutschlehrer, durch Sozialkundelehrer, durch Geschichtslehrer, Religionslehrer, manchmal Ethik und so weiter und so fort. Das muss wirklich garantiert sein, dass das Ganze einfach beobachtet wird durch Personen, die die Klasse vor allem kennen. Ja, das ist immer das meiner Meinung nach das Wichtigste, dass die dann auch noch wissen, was man da jetzt im Speziellen vielleicht nochmal angehen sollte. Ich persönlich arbeite fast nur noch mit Menschen oder mit Schulen, fast ausschließlich wirklich, die, mit denen ich schon länger zusammenarbeite. Ab und zu kommt mal eine neue dazu. Mir ist es am liebsten, wenn man sich kennt, weil man dann einfach, also die Lehrkräfte oder auch Schulsozialarbeiter sind da oft wichtige Zwischenverbindungsmenschen, die einfach wissen, was sie da erwartet und sie auch dementsprechend gut drumherum clustern können, was da so vorbereitet vor allem werden muss. Zwei Organisationen zum Beispiel, die ich da hervorheben möchte, weil es sich einfach über die Jahre gut als praktisch nützlich erwiesen hat, sage ich jetzt mal, das wäre zum einen in Mecklenburg-Vorpommern die Warm-Up-Initiative, Warm-Up Jugend für Demokratie.
die Storch Heiner nahe ist und da halt sehr, sehr viele Punkte die Schulsozialarbeit unterstützend mit Schulen vor Ort angeht. Und wenn ich da an die Schulen gehe, dann ist es halt so, dass da immer darauf geachtet wird, dass es eine Vorbereitung gibt. Fast immer ist das möglich. Wie gesagt, ich komme gleich dazu, warum es manchmal nicht geht oder kontraproduktiv wäre. Und dass das vor allem dann auch nachbereitet wird und gegebenenfalls mit anderen Workshops, Gewaltfreiheit und so weiter und Mobbing und so weiter nochmal dann ergänzt wird. Und das andere ist die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bayern, Rechtsextremismus in Bayern. Das ist immer ein Begleitprogramm, da gibt es eine Ausstellung, da wird die Szene an sich erklärt, da werden Zahlen aus den Kriminalstatistiken und so weiter projektiert. Und das ist einfach dann sinnvoll, wenn ich dann als biografische Ergänzung dazukomme. Ein weiterer versuchter Grundsatz von mir ist, keine biografischen Vorträge ohne medialer Vorbereitung. Das ist natürlich bei mir jetzt möglich, weil es meine Biografie betreffend da drei Filme gibt, die ich als geeignet halte für verschiedene Schulformen, Jahrgangsstufen oder so. Das wäre zum einen der Film Hassjünger, der im Südwest, also im SWR lief, und dann der Film Verräter vom schwierigen Ausstieg aus der Neonazi-Szene aus der ARD, Bayerischer Rundfunk, und aus dem Schulfernsehen des SWR noch Planet Schule, Plötzlich ist man wer, Neonazi. Das ist ein Film, der sehr, sehr einfach anfängt und gleichzeitig sehr, sehr viel umfasst auf verschiedene Ausstiegsbiografien. Damit kann ich dann in eine Schule hineingehen, meiner Meinung nach, und auch nach der von vielen, ja, vielen Fachpersonal. Ich hole durchaus auf Einschätzungen auch nach Jahren noch und das dann einfach ergänzend anbieten kann. Wann es nicht möglich ist, manchmal ist leider das Schulpersonal, also nicht möglich ist, dass Filme angeschaut werden oder so, manchmal ist das Schulpersonal irgendwie nicht in der Lage, einen Link weiterzuleiten. Das ärgert mich sehr, da muss ich auch stärker noch eine Kommunikation werden, dass ich da nicht einfach reinkomme, weil in zwei Schulstunden einfach mal zu erzählen, was ist ein Nazi, was hat ein Nazi gemacht und warum ist er jetzt kein Nazi mehr, und dabei noch alle Aspekte zu betrachten, die wir uns so erarbeiten oder die ich auch von Exit Deutschland aus den Standards kenne, das ist dann wirklich... Danach bin ich fertig mit der Welt nach diesen 1,5 Stunden und ich bin mir dann immer nicht sicher, ob das wirklich das war, warum ich dort hingekommen bin. Das ist der eine Punkt, warum es manchmal nicht funktioniert. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass ich, ich würde lügen, wenn es nicht so wäre, ich sage jetzt einfach mal sehr gerne, an Schulen mit Konfliktpotenzial gehe, also mit rechtsradikalem Konfliktpotenzial, in Orten, in denen ich mich in meinem normalen Leben, in meinem normalen Alltag niemals blicken lassen würde, oder wenn, dann halt nur mit Polizeischutz, ja. Und da ist es natürlich so, dass es, also ich spreche da wirklich von Orten, da gibt es eine Handvoll in Deutschland, die extrem schwierig sind, weil sich da einfach über Jahrzehnte schwierige militante, rechtsradikale Kreise, rechtsextreme Kreise festgesetzt haben. Und da ist es halt so, es gibt sowieso schon eine Krankmeldungswelle, wenn es heißt, da kommt da der Benneckenstern-Verräter. Und wenn man jetzt vorher noch einen Film zeigt, dann ist da von den Jugendlichen oder Schülerinnen und Schülern, die man ansprechen möchte oder wo sich das auch die Lehrkräfte erwarten, dann gar keiner mehr da. Ja, und dann ist auch viel zu viel Vorbereitung schon passiert, dass man das Ganze dann sprengen kann quasi. Da ist mir dann lieber, die Filme werden dann nachher geschaut. Ansonsten ist es aber so, dass an diesen Schulen trotzdem, wenn es da eine Krankmeldungswelle gibt, also ich spreche da wie gesagt entweder von Schulen in Orten, die als national befreite Zonen nicht zu Unrecht bezeichnet werden, oder eben von einzelnen Schulen, in denen sich so eine Kameradschaft gebildet hat in den Abschlussjahrgängen, da ist es dann halt so, selbst wenn die alle krankgeschrieben sind, dann kann man halt mit dem Umfeld zusammen reden und die wissen ganz genau, warum die nicht da sind, weil sie sich eben nicht getraut haben, sich dem Ganzen inhaltlich zu stellen. Honorare im Bereich des Vertretbaren ohne Glaubwürdigkeit zu beschädigen habe ich bei mir auch, wurde vorher gerade schon lange besprochen, da jetzt einen Mindest- oder einen Höchstsatz zu schaffen mit Stundenlohn, der muss dann auch an München und Ostdeutschland angepasst werden, das ist sehr schwierig, aber mein Grundsatz ist, dass die Glaubwürdigkeit dadurch halt nicht in Frage stehen darf. Das heißt, wenn ich einen Vortrag über Exit halte, dann geht der höchste Betrag an Exit als Institution. Mein Verdienst daran darf, das setze ich mir auch selber, nicht so sein, dass jemand eine Zahl findet, die er dann publiziert und das dann in der Szene entsprechend kommuniziert wird. Tatsächlich ist mir das einmal passiert, dass ich einen Journalisten mit drinnen hatte, bei mir aus der Region, sage ich jetzt mal, kann man auch noch ergoogeln, wunderbar. Und der hat es geschafft, obwohl ich da jahrelang drauf geachtet habe, dass da nichts passiert, so eine richtige Fantasiezahl reinzuschreiben. Der Artikel steht bis heute im Netz, kann ich nichts machen, ist halt so, aber
Ich möchte auch kurz darauf eingehen, auf die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort, die auch durchaus eine Rolle spielen. Zum einen natürlich unterschiedliche Schulen haben unterschiedliche Ansprache, unterschiedliche Jahrgänge haben unterschiedliche Ansprache. Ich mache das am liebsten ab Jahrgangsstufe 10. Vorhin wurde auch gesagt, ab Jahrgangsstufe 9. Ja, Jahrgangsstufe 9 an sogenannten Hauptschulen oder Mittelschulen gibt es oft keine 10. Jahrgangsstufe und dann macht man es halt in der 9. Aber am liebsten und am wohlsten fühle ich mich, wenn ich Jahrgangsstufe 10 aufwärts oder eben berufsbegleitend oder Universität und so weiter das Ganze mache. Man hat es natürlich auch mit verschiedenen Situationen vor Ort zu tun. Man hat es mit Regionen zu tun, in denen gibt es keine sichtbare rechte Szene. Das ist dann für Jugendliche so, als würde da jemand kommen und einem was aus einer ganz anderen Welt erzählen und einem wirklich dann auch die Frage gestellt werden, ja, ich wollte jetzt noch mal wissen, wie lernt man eigentlich irgendwo einen Nazi kennen? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der rechts ist. Ja, das ist so eine Erwartung. Potenziell vor Ort und eine andere natürlich in anderen Regionen, in anderen Orten, wo es dann heißt, naja gut, ich kenne so viele Rechte hier oder wir kennen alle viele Rechte, wir hören auch die Musik, was ist jetzt daran so schlimm, dass da jetzt jemand kommt und uns da irgendwie die Welt erklären soll und uns da aufhetzen soll. Ja, also es sind völlig unterschiedliche Menschen, die man da teilweise vor sich sitzen hat und dementsprechend muss man das auch in der Lage sein, ein bisschen anzupassen. Eigene Grenzen kennen ist auch extrem wichtig. Und notfalls auch erlernen. Also ich hatte mal einen Vortrag ganz am Anfang dieser Tätigkeiten angenommen, in einer Einrichtung für junge Menschen mit wirklich erheblich erhöhtem Förderbedarf. Und da habe ich wirklich sehr schnell gemerkt, noch dazu wurde mir da der Raum überlassen mit den, mit den Schülerinnen und Schülern. Was ich auch nicht mehr mache, also ich sage, nee, Lehrkräfte bleiben hier drinnen. Das ist kein guter Kumpelgespräch. Und dann wurden mir Fragen gestellt, die mir gezeigt haben, das geht so nicht, hier habe ich nichts verloren, ich habe da keinen Schaden angerichtet, aber ich habe da sicherlich auch nichts Gutes getan. Dann muss ich jetzt aufgrund der Zeit so ein bisschen runterbrechen, was ich noch sagen wollte. Diese Rolle, dass man wo Feuerwehrmann spielt, beziehungsweise eben also an Schulen geht, in denen es ein bestimmtes Potenzial gibt, manchmal die Schule, manchmal die Region, da muss man ein bisschen anders rangehen, hat man aber mit einer Ausstiegsbiografie gewisse Vorteile, wenn man das Ganze mit einer gewissen Sensibilität auch angeht. Das einzige, also so ein ganz banaler Punkt des Ganzen ist, dass man zum Beispiel sagt, ja, hier könnt ihr nochmal jemanden kennenlernen, bevor ihr das große Nazi-Leben betretet nach der Schule. Ja, also es ist wirklich manchmal auch extrem sichtbar in den Klassen einfach. Könnt ihr nochmal jemanden kennenlernen, der sich das Ganze dann anders überlegt hat. Ja, und dann zumindest doch die letzte Möglichkeit einfach mitzugeben, bevor das Berufsleben dann eben beginnt. Man löst im Moment definitiv was aus. Das ist mir jetzt schon oft genug passiert, dass ich das wirklich mit breiter Brust sagen kann. Und wer das nicht glaubt, naja, der muss dann eben bei mir mal seine Forschungen anstellen und bei bestimmten Schulen. Aber das ist wirklich so, dass direkt danach gibt es Faktoren, gibt es wirklich Momente, wo ich merke, da wurden Leute erreicht, die kommen dann nach dem Unterricht zu mir. Ja, oder holen sie einfach nur für den Fall, weil sie einfach merken, dass das betrifft mich irgendwie besonders, fragen sie mich nach einer Visitenkarte, die ich dann von meiner Exit-Visitenkarte abgebe. Da ruft dann nicht einen Tag später jemand an und sagt, hilf mir beim Aussteigen. Aber das, oder diskutieren mit mir über Verschwörungstheorien wie den Holocaust, wenn der Rest der Schüler eben den Raum verlassen hat, die Lehrer dann weg sind, dann die Veranstaltung quasi vorbei ist, der Schulunterricht auch vorbei ist und so weiter und so fort. Und ein anderer biografischer Vorteil ist natürlich, die Regionen auch kenne. Also dadurch, dass ich als Nazi-Musiker ziemlich viel rumgekommen bin in der Szene, was eigentlich ein biografischer Nachteil ist, weil mir der öffentliche Ausstieg quasi, die Wahl wurde mir gar nicht wirklich gestellt am Anfang, weil ich einfach dafür zu viel Aufriss um meine Person gemacht hatte. Das ist jetzt natürlich dann ein Vorteil, wenn ich in eine Region komme und sehr genau weiß, wo sich die Szene trifft, wie sie sich dort vernetzt und auch wie die Leute teilweise drauf sind. Ja, dann macht man vielleicht mal kurz einen Spruch und dann wissen die schon, wer gemeint ist. Nichts unter der Gürtellinie, aber das kann man dann in der Praxis einfach anwenden. Als ehemaliger Nazi-Musiker habe ich natürlich noch die Chance, zu sagen, Nazi-Musik wird in erster Linie genau deswegen gemacht, damit ihr euch verstanden fühlt, damit ihr gewisse Feindbilder im Kopf noch unterstützt bekommt und vielleicht diese vermeintlich positive Volksgemeinschaft noch weiter so einen romantisierenden Charakter bekommt, so einen Anstrich, so eine Untermalung. Und das kann ich sagen, weil ich selber Nazi-Musik gemacht habe, mit unter anderem diesem wichtigsten Grundsatz. Es kam mir schon häufig vor, dass, also mindestens 10-mal, dass Schüler mit mir nach offiziellem Teil tatsächlich über die sogenannte Auschwitz-Lüge sprechen wollten oder ähnliche Verschwörungstheorien.
Meistens wird mir danach noch von Lehrkräften, die einfach mitbekommen, dass der oder diejenige noch im Raum verblieben sind, nur gesagt, gut, dass der sich nochmal gemeldet hat, weil das war der genau der, um den es geht. Also durch solche Sachen sehen wir Erfolge. Ansonsten ist es halt mein Aspekt, um es jetzt in der Minute, die noch im Timer steht, runterzubrechen, die inhaltliche Auseinandersetzung. Und dabei ist gar nicht so wichtig, dass das pathologisch aufgeteilt wird. 10 Minuten Einstieg, 10 Minuten Aktivität, 10 Minuten Ausstieg. Dadurch wird das eher vielleicht manchmal noch, sogar noch ein bisschen zerstört durch solche Anforderungen, also durch so getaktete Anforderungen zumindest, sondern einfach die Inhalte. Ja, warum ging ich davon aus, dass der Nationalsozialismus eine friedliche Ideologie ist, obwohl ich auch in Deutschland eine Schule besucht habe? Und warum tue ich das heute nicht mehr? Was hat es mir gebracht? Was habe ich vorher mir schön geredet, was im Nachhinein doch so war? Und das sind die Punkte, auf die man sich im Wesentlichen dann beschränken sollte. Und ich persönlich dann natürlich meine Arbeit für Exit Deutschland noch hinten ranhänge, auch als Zeichen, dass man sagt, 10 Jahre Neonazi qualifizieren nicht dazu, die restlichen 50 Jahre des Lebens Schulvorträge zu halten, sondern das ist ja dann auch die heutige Arbeit und die heutige Sicht auf die Szene. Und da machen wir eine Punktlandung und ich gebe zurück. Ja, vielen Dank, Felix, für den ausführlichen Einblick in die Praxis nochmal. Wir haben gleichzeitig noch nach einer kurzen Pause da nochmal intensiver auch auf Fragen einzugehen, auf einzelne Punkte einzugehen. Wir haben jetzt Narrationen, die eine Rolle spielen, Dekonstruktion von politischen Inhalten, das Zeigen von Veränderungen, aber auch gleichzeitig die Notwendigkeit, sich da inhaltlich, fachlich, aber auch an Standards zu orientieren, um die Inhalte entsprechend der Zielgruppe gerecht zu präsentieren. Ich habe dazu nochmal einen Link in den Chat gelegt. Da sind nochmal die schon angesprochenen Standards von Exit Deutschland. Wir haben jetzt in der Pause einen Podcast. Es ist eine biografische Erzählung, gelesen von Kai Lüftner in dem Fall, die Bestandteil eines siebenreihigen Podcasts ist. Der Podcast Hautstein zur Ausstellung Hautstein, die aktuell in Nordhausen zu besichtigen ist. Und in den Podcast können wir in der Pause reinhören, beim Kaffee und vielleicht beim Lesen der Standards. Und bis dahin verabschieden wir uns hier und sind dann um 11.20 Uhr zurück hier am Platz mit neuen Gästen. Herr Wagner wird dabei sein, Herr Lehmeyer wird dabei sein, Felix wird dabei sein, aber dazu noch das Bundestagsmitglied Michael Schrodi und Christina Förch, die uns aus Beirut zugeschaltet wird.